Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Würfel dreimal hintereinander eine gerade Zahl zu würfeln? Ja, da ist natürlich naheliegend, erstmal zu überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, eine gerade Zahl zu würfeln, wenn ich nur einmal würfle. Also die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Zahl in einem Wurf, gerade Zahl, die beträgt, ja, was kann denn rauskommen bei einem Würfel? Beim Würfel kann rauskommen, dass die 1 oben liegt oder die 2 oder die 3 oder die 4 oder die 5 oder die 6. Das sind alle Ergebnisse, die bei dem Würfelwurf möglich sind. Ja, und dieses Ereignis gerade Zahl, das tritt dann ein, wenn ich eben eine 2 gewürfelt habe, also hier, wenn ich eine 4 gewürfelt habe oder wenn ich eine 6 gewürfelt habe. Das heißt, ich habe drei Ergebnisse, die diese Bedingung gerade Zahl hier erfüllen, dieses Ereignis eintreten lassen, und ich habe insgesamt 6 mögliche Ergebnisse beim Werfen des Würfels. Also die Wahrscheinlichkeit für die gerade Zahl bei einem Wurf beträgt 3/6 oder auch 1/2. Aber was hier gefragt ist, ist ja nicht die Wahrscheinlichkeit für einen Wurf, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dreimal hintereinander bekomme. Also brauche ich die Wahrscheinlichkeit dreimal gerade Zahl in 3 Würfen. Das ist das, was gefragt ist. Jetzt ist ja jeder Wurf des Würfels ein unabhängiges Ereignis. Der Würfel erinnert sich ja nicht daran, welche Zahl er letztes Mal gezeigt hat, sondern jedes Mal ist es ja für den Würfel ein neuer Versuch, neue Chancen, neues Glück. Ja, deshalb können wir die Multiplikationsregel anwenden, und das heißt dann, dass wir sagen können, diese Wahrscheinlichkeit hier, die ist gleich die Wahrscheinlichkeit gerade Zahl im ersten Wurf, also genau dasselbe wie hier oben, dann mal gerade Zahl im zweiten Wurf, mal die Wahrscheinlichkeit, gerade Zahl im dritten Wurf zu haben. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind gleich und die betragen jeweils 1/2, so wie wir das da oben ausgerechnet haben. Das heißt, es ist also gerade 1/2 mal 1/2 mal 1/2, und das ist dann gleich 1/8. Also im Durchschnitt wird es mir in einem von 8 Versuchen gelingen, dreimal hintereinander eine gerade Zahl zu würfeln.